Wann ist es okay aufzugeben? Diese Frage habe ich mir ehrlich gesagt diesen Vibe ziemlich oft gestellt. Aber was soll man tun, wenn sie einem alles nehmen? Jeden Stein und jede Perspektive. Wenn sie dich am Ende dann doch einfach nur brechen wollen. Naja, dann müssen sie wohl lernen, dass nur der Wille die Grenze ist. Und wie beginnt unsere Rust-Story nun? Naja, wie jede gute Rust-Story. Nackt. Am Strand. Und damit einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Rust-Abenteuer, meine Freunde. Wir gehen rein, heute Blue Lagoon. Forstwipe. Alle Prints sind gelöscht. Und ich freue mich. Ich spiele heute mit Eevee und Cookie. Und hoff nach einer so langen Zeit der Rust-Pause endlich mal wieder auf ein geiles Abenteuer. Ich hab mega Bock, ich freue mich. Wenn ihr euch genauso freut wie ich, haut mal gleich auf den Like-Hammer. Und lange Rede, kurzer Sinn. Let's fucking go! Bevor wir aber in den Content starten, braucht es erstmal etwas Kontext. You know? Zuerst wollte ich mich bei euch bedanken. Trotz meiner Inaktivität habt ihr den Kanal wirklich am Leben erhalten. Danke dafür. Ich möchte euch aber nicht direkt ewig erzählen, welche Gründe das Ganze hat. Deswegen werde ich später dazu einen Part erstellen. Den könnt ihr dann auch gerne überspringen, falls es euch gar nicht interessiert. Wir haben uns also für Blue Lagoon entschieden. Und das nicht ohne Grund. Blue Lagoon hat einige Modifikationen. Die wichtigste für uns war allerdings, dass es zum ersten Wipe des Monats keinen Tech-Tree gibt. Das heißt, alle Prints und Items müssen gefunden werden. Es bringt also nichts, direkt einfach Scrap zu farmen und den Tech-Tree zu ballern. Das wollten wir auf jeden Fall ausprobieren. Der Server war 2 Minuten alt, als ich und Eevee auf den Server joinen. Cookie verspätete sich etwas, das sollte aber kein Problem sein, denn der Bauspot stand schon fest. Wir entschieden uns für einen Spot zwischen Airfield und Train. Diese sollten uns mit Prints versorgen. Und wir hatten sogar noch einen angrenzenden Supermarkt für schnelle Recycle-Runs. Aber wer einen Fresh-Wipe schon mal gespielt hat, weiß, man muss schnell sein. Denn für diesen Spot geben viele alles. Schön, Bow. Oh, Guys, überall. Oh, Race voll durch. Oh, da ist noch ein Bow-Guy. Überall Bow-Guys. Ich muss erst mal weg. Ja, T9 schaut sexy aus. Wenn wir es kriegen.
Aber die meisten haben jetzt schon mittlerweile Bows, das wird schwierig. Fuck, der hat einen Bogen. Er will meinen Arsch. So hart. Ich komm nicht weiter hier. Es sind überall Bowguys. Ich habe jetzt einen Bow. Ich auch. Jetzt habe ich genug. Ich baue es jetzt hier. Ich sehe dich. Ja, du baust schon. Ja. Du da? Ja, aber links ist ein Spieler. Der geht weiter. GG. Okay. Das wäre erstmal erledigt. Ja. No. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Kürbisse und Maiskolben. Ein Bogen. Ich hatte sogar schon einen Kapuzenpulli. Dann sterbe ich, weil ich so wie ein Pro weiß, ich wollte während dem Fighten essen und dann habe ich einen Stein in die Hand genommen. Richtig traurig. Und so konnten wir uns doch unseren Bauspot safen. Jetzt ging es darum, Ressourcen zu farmen. Denn wir wollten nicht in dieser Stage bleiben. Wir waren zu dritt und somit musste die Base schnell wachsen, damit wir unsere ganzen Ressourcen und unsere ganzen Fundstücke auch unterbringen. Stein, weil das ist jetzt noch nicht die richtige Starter. Was heißt das? Der wollte mir einfach die Ding klauen, die Metallnote. Ein Hit. Zwei Hits hab ihn. Oh ja, der hat gut gefarmt. Der hat sehr gut gefarmt. Okay. Ich mache erstmal drei Codelocks. Oh. GG an den, der hat erst eine Waffe. Üben am Berg. Okay. Hallo? 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 Okay, let's go! Jetzt schließt es sich uns auch noch Cookie an. Zugegeben, ich fühlte mich nach dieser Pause in Rust ziemlich unsicher. Deswegen bin ich im PvP etwas aus dem Weg gegangen. Jetzt, da allerdings Cookie da war und wir endlich wieder zu dritt waren, sollte der Vibe richtig Fahrt aufnehmen. Rufo ist eine gelandet mit der. Oh, Oxfam ist gerade gespawnt. Ah, perfekt. Oh, ja. Er hat nix, nur einen Stein. Ja, ja, sag das mal nicht. Ja, haut ab. Hit, tot. Oh, ich hab ein bisschen was. Ja, du was. Da schießt. Oh, jemand schießt auf mich. Da die Leiter hochgeht. Also bist du oben. Hab ihn einmal Hit. Nochmal Hit, hab ihn. Gut. Ich hab immer noch nicht gecheckt, wo er war. Ich hätte seinen Dings gehabt. Nice, ich sag dir auch Blech. Den SMG-Body lass ich mal. Wow, cross on me. Nein, sind zwei Leute. Vor Garage. Einer hit, ich bin 16 HP. Einer geht jetzt hinten bei Garage rein, ja. Glaube ich. Ja, ich hab gerade recycelt. Das ist alles ich bin auch hit. Boah, ich hab noch 9 HP. Einer von denen hat hit bekommen. Fuck. Pass auf den anderen. Ja. Kann einer kurz aufs Leiter gucken? Ich muss mich hochheilen, ich hab... Der andere ist hinten, der wird noch von hinten snipen. Weit hinten. Ja, er geht Richtung Elektro. Ja.
Hit! Eine ist von vorne bei den Lastwagen. Geh nochmal runter. Ich hol den Recycler und dann dipp ich. Achtung, Achtung! Der ist da vorne auf dem... Ja, ich bin One-Hit, ich muss aufpassen. Ich hab Recycler, ich hau ab. Nice. Er kommt, Sven. Ja, sei ruhig. Hab ihn wieder Hit. Welchen? Der vor bei Gas Station. Er zieht sich hinter der Wall. Einer ist close on Gas. Bei Garage. Ich dipp schnell durch. Mit dem Scrap. Ich glaube, der ist richtig low, der eine. War der andere drin, Sven? Nein, der war noch außen, da wo dieses Zäunchen ist, weißt du? Nein, er ist drin, er ist unter uns, wie piek nicht. Ja. Er hat einfach Treppe ab, ich versuche den anderen zu töten. Oh nee. Der Nachbar. Hab den anderen wieder hit. Ey, ich hab ihn genockt. Den einen. Nice. Treppe ab. Ich renn nach Hause. Ich glaube, der springt hoch. Ich geh den anderen. Huki hat Nagelpistole. Oh, das war knapp. Huki hat Nagelpistole, pass auf. Ja, ich bin unter, Ivi. Dieb, ich werde sterben, ich werde ausbluten. Leider starben Ivi und Cookie am Supermarktfall. Doch für uns war es viel wichtiger, den Scrap nach Hause zu bringen. Denn das brachte uns zu einer Tier 1. Und mit einer Tier 1 Workbench war es uns möglich, Crossy und Nailguns zu craften. Diese sind gerade in der Prim-Phase eine sehr, sehr starke Kombination. Aber im Moment fehlte es uns noch an einigen Components. Deswegen machte ich mir eine Nailgun und Cookie einen Crossy. Mit dieser Kombination gingen wir zu Airfield. Doch dort fanden wir etwas vor, das diesen Vibe komplett verändern. Na wohl, erste Millikiss Airdrop! Oh. Echt? Und vor allem, wir haben jetzt schon einen Roof. Wenn wir noch alle einen Crossy zusammenbekommen, dann können wir ihn sogar callen. Willst du ihn nicht auf dem Meer callen? Auf dem Meer? Hier macht der Cookie einen sehr guten Einwand. Im Normalfall hätten wir diesen Airdrop an der Base gecallt. Allerdings fühlten wir uns alle noch nicht wirklich stark im PvP. Wir waren etwas eingerostet. Noch dazu sind die Airdrops auf Blue Lagoon modifiziert. Sprich, die Wahrscheinlichkeit einer Tier 2 Waffe ist wesentlich höher bei Airdrop. Man darf auch nicht vergessen, wir waren gerade mal eine Stunde im Vibe. Wenn wir uns hier schon einen Tier 2 Prince safen können, wäre das für zukünftige PvP Situationen mehr wie ein Bonus. Also gingen wir aufs Meer. Ey, geil. Ab ins Boot links. Let's go. Los, Gas. Noch weiter raus? Ja. Und wir gehen auf tausendfach sicher. Stay, hallo. Okay. Wenn du vielleicht eine Rocket, ich sag's euch. Kann sein, ja. Okay, let's go. Ich hoffe, er hat der Loot Drop gönnt. Irgendwas. Am liebsten wäre mir Saar. Ich kann ihn nicht öffnen. Jetzt bestimmt Hai. Tot. Boah, das wär's. Mach hier schon mal, wo wir sind. Und... Zwei Tommies. Oh, zwei Satchels. Ammo Plate. Flamethrower. Oh, nice. Geil. Das heißt Tommy Research. Pistol Muni. Und wir können eine direkt. Pistol Muni, ja. Sogar Tier 1. Und dann haben wir noch einen Flamethrower. Und damit können wir dann irgendwas knacken. Soll ich Ferry fahren? Ja. Ich kann eine Tommy abgeben. Erstmal zum Spielen. Aber die ist halt... Also da haben wir jeder ein Magazin. Ja, ich versuche die Tommy wirklich nicht einzusetzen. Rechts ist eine Leiter, guck. Ist ein Heavy, glaube ich. Halt an. Ja. Er hat mich gleich gehittet, easy. Ich gehe hinten die Leiter hoch. Wenn du kannst, dann schieß ihn. Hab ich Hit? Darf ich nochmal Hit? Hab ein Dead. Hab ihn, Double Dead. Du hast mich angeschossen. Oh, sorry. Er ist fully wie Loot. Meine auch. Oh, ich bin aber low. Hast du Searchen? Ja, schnell. Der ist auch voll hier. Der hat noch Jacke und alles. Wo bist du? Ich habe einen einfach, aber... Ja.
Ich hab ein bisschen was raus. Okay, lass mich. Gib mir mal deinen Weapon-Flashlight. Ewi nimmt den. Habt ihr noch Scrap? Habt ihr noch Scrap? Ja. 80. Einiges zum Recyceln. Wo ist Scrap? Habt ihr gedroppt? Wo? Hier sind nochmal zwei. Hey, ich hab's dir gedroppt. Ist weggeglitscht oder was? Ich hab jetzt 88. Ah, hier unten, der schneller ist es. Sorry. Warte, hier sind noch 11 Schuss. Ich hab noch 11 Schuss für dich. Was waren da? Ah, Steps. Jetzt hab ich's gehört. Links. Einer ist gejumpt. Gut. Da kommt aber rechts nochmal was. Ich hab nochmal was gehört. Wollen wir zum Boot? Ist aber, glaube ich, auch naked. Ja, ich will zum Boot nochmal, oder? Ey, oh Gott! Boah, Gott, warum stirbt der Typ nicht? Warte, oh mein Gott, haben wir die Kopf wieder mit dir. Hm? Wollen wir zum Boot oder laufen wir? Nee, wir müssen noch vom Boot das Fuel holen. Ich ja, recycle schnell noch. Wie holst du denn das eigentlich auch? Hier ist ein Auto. Das ist kurz mal. Ah, das Auto, das ist Tommy, der zu dir. Headshot. Hit. Dead. Er lebt noch. Weil, nein, er. Einer ist gut, Hit. Er ist ins Wasser. Er muss tot sein, oder? Ja, ja, ist tot. Voll. Ich geh runter, ich hab noch ein bisschen Platz. Oh, Mann. Ja, der Flamethrower ist halt auch sau stark jetzt. Ich würde damit auch gar nicht lang rummachen. Ich hab 300 Fuel gehabt. Ja, das langt. Was ein Start. Nur durch den Fund dieses Loot Drops brachte es uns in eine absolute Pole Position. Nicht nur, dass wir eine Tier 2 Waffe, nämlich die Tommy hatten, noch dazu bekamen wir einen Flammenwerfer. Da wir noch so früh im Vibe waren, hatten viele noch Holztüren. Das wollten wir natürlich direkt ausnutzen. Also machten wir uns zu unserer benachbarten Base auf. Eine 2x1 mit Holztür. Ja, hat sich doch gelohnt. Warte mal. Ich höre was. Da kommen Spieler. Da kommen nochmal welche. Da kommt nochmal ein Team von oben. Okay. Ah, ich geh zurück zu Base. Oh ja, ich bin. Einer jagt mich mit Nailgun. Versucht zu treffen. Hit. Ist tot. Der dich gejagt hat. Hinter mir noch einer. Oh, ich bin hit. Hab ich einen Headshot, Crossy. Bin super low. Jemand von uns hat ihn? Ja, er ist dead. Ja, lootet ihn. Hinter uns, Sven, bist du das? Ja, ich bin nicht. Lass looten. Okay, ich geh zu Base, ich bin on hit. Oh, die sind voll. Meine nicht, meine hat einfach einen Kick. Aber wir sind nur eine Tier und die ist Holz. Ja, das müssen wir probieren. Also wenn wir aber wissen, dass Metall drin ist, machen wir es nicht. Nur wenn wir... Er hat einen Metal-Türrahmen, also ich bin mir nicht sicher. Hier, meinst du? Ja, guck, er hat Holztür mit Metal-Türrahmen. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Vielleicht hat er ja noch nicht. Vielleicht hat er noch keine gecraftet. Ja. You know. You don't know. Nee, Metal Door. Metal Door, okay. Schau mal da oben. Achso, oben links dort, 20. Ja? 20. Das können wir auch machen. Er steht drin. Ich glaube, er ist AFK. Er ist AFK. Ich glaube, wenn wir aufpassen, macht er die Tür auf. Ich glaube, er ist AFK, glaube ich. Vielleicht hat er es nicht mitbekommen, macht einfach die Tür auf und dann. Lieb. Ich glaube, er ist voller AFK. Weil sonst hätte er immer wieder durchgeschaut. Er wird es gar nicht checken, dass wahrscheinlich die Tür offen ist, wenn wir keinen Ton machen. Einfach aufmachen, weil er denkt, sie ist da. Würde ich auch nicht gucken. Okay, ich gehe jetzt. Er ist anscheinend immer noch AFK. Ich glaube, der kommt doch in die nächste Zeit nicht mehr raus. Er ist sich ausgelockt?
Ohne Scheiß. Ich sehe ihn nicht mehr stehen. Der stand da. Er hat sich ausgelobt. Ah, lol. Er hat sich echt ausgelobt, der Frechdachs. Wipe over, oder was? Wichser. Ja. Ich habe ja alle Balls verloren. Ja, ich mach schnell ein bisschen Muni, leg den Flamethrower rein und dann lass gleich zur Crate, oder? Jetzt wurde es Zeit, unsere Prince auszuspielen. Die Crate spawnt auf Airfield und wir dachten, mit unserer Tommy sollte das auf keinen Fall ein großes Problem werden. Soll ich mal richtig frech schauen, wie lange die Crate noch geht? Natürlich hätte der. Wir könnten aber auch Review oder so haben, ne? Also. Nee, der ist nicht so. Nee, das wäre dumm. Oder die Shit, glaube ich, gepiekt. Wow, bin fast dead. Im Turm kämpfen. Einer dead, da ist noch ein Spieler drin. Dead. Der andere ist wieder rein, letzter ist wieder rein. Ich bin hart low. Ich geh kurz wieder. Haben wir nochmal Hit? Ich push den oben, der ist super low. Ich hab ihn. Alle dead. Außen hüpft einer, direkt vor der vom Turm. Er kommt. Ich bin Headshot. Einer dead. Schieß die Tür. Bin nicht drauf. Hab Ravi, ich komm hoch. Okay. Er pusht. Einer ist rein. Bin knock, er hat Double Hit. Ich bin nicht noch gehen. Eins, sie sind raus, beide raus. Du kannst mich heilen, pick mich. Heal up. Okay. Ey, er ist der Beste! Ich bin dead! Ja, die haben die Tommy. Fuck. Beide leben. Tommy dead? Sehr gut. Einer lebt noch, aber er ist nur noch dead. Die erste große Niederlage in diesem Wipe. Und wir lernten daraus zwei Dinge. Erstens, die Crate ist hier nicht ganz so einfach. Und zweitens, unterschätze nie deine Gegner, egal welches Gear sie haben. Jetzt war für uns klar, bevor wir das nächste Mal mit Waffen roamen, sollten wir uns Mats besorgen. Denn Bandy healen ist einfach in der Schnelle des Fights nicht mehr wirklich angenehm. Aber das liegt mir erstmal beiseite. Denn am Supermarkt ergab sich schon wieder eine neue Situation. Ja. Er rennt auch über die Straße jetzt. Nach links ein bisschen. Nee, gerade drüber. Haben wir nochmal Hit? Er muss anders los sein. Oh, scheiße, das ist der Base. Nee, er campt hier drin. Ist tot. Mr. Potato Head, wieder er. Spieler geradeaus, Richtung Base. Oh, Flame. Er kommt gerade raus. Ich sehe TC, die haben alles offen. Ja, Base auch noch so. Wir müssen die töten. Ja, hat sie geschlossen. Geht auf den weiter links. Ja. Der will abhauen, er hat safe stuff. Weiter links hat Hit, ich verfolge. Fuck. Er hat zugemacht. Oh ja, ja, er ist voll. Ne, bei mir auch. Guter Stuff. Verfolgen hier, wir sind Tanke. Ich bin One-Shot. Ich muss healen. Ja, die haben auch nur zwei Wooden Doors, ne? Das wäre ein Flame Raid. Wir könnten gleich nochmal mit Flamethrower kommen. Fang an. War sie umgezogen? Nee, die ist noch voll. Eine Spritze! Oh, geil. Und ein Bett. 400 Fuel. Warte, ist gespawnt. Ja, kann ich nichts machen. Ja, aber ich hab irgendwie Mähkisten gesehen. Ich dachte auch, aber egal, wir nehmen das mit, was wir haben, oder? Ja. Essie? Oh, hab daneben. Geh weg. Wir haben ihn absolut geswarmt. Oh, der noch kommt. Wieder gut gekommen. Pass auf. Könnt ihr es nehmen? Bin voll. Ja. Wir haben den ja anders geswarmt, Alter. Drei Nail ganz halt auch wieder. Der konnte gar nichts mehr machen. Der Arme. Ein erfolgreicher Raid. Zwar waren sie ressourcentechnisch nicht der Burner, aber es brachte uns zwei weitere wichtige Prints ein. Bett und Mats. Da es langsam spät wurde und Cookie nun offline ging, möchte ich kurz zusammenfassen, wie der Stand der Dinge ist.
Ressourcen und Comms technisch lief es super. Unsere Kisten füllten sich und ich konnte mich an den Ausbau der Base machen. Übrigens, das Base-Tutorial ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Prints-technisch lief es ebenfalls gut. Wir konnten uns viele wichtige Prints bereits früh im Wipe besorgen. Das hat uns schnell ins Midgame geboostet. Zum Abschluss möchte ich mit euch noch kurz einen Blick auf die Map machen. Denn unsere Area füllte sich langsam. Und viele neue Teams, die wichtig für unsere Story sind, zeigten langsam ihre Base-Location. Gut, fangen wir an. First of all, hier waren wir. Unsere kleine Base, die mittlerweile zu einem kleinen Stronghold wurde. Jetzt markiere ich euch mal, mit welchen Gruppen wir es diesen Vibe alles zu tun bekommen. Ihr seht, das waren einige. Aber keine Sorge, wir gehen Stück für Stück da jetzt durch. Also bis zu dem Stand, wo wir Informationen haben. Beginnen möchte ich mit Mr. und Mrs. Potato Head. Mr. und Mrs. Potato Head waren zwei Grubs. Die versuchten uns das ein oder andere Mal an der Base abzufangen. Oder uns beim Farmen mit DBs zu droppen. Es gelang ihnen allerdings nicht oft. Ihre Base-Location lag oberhalb, oben auf dem Berg. Und wir trafen sie jedes Mal auf dem Weg zu Airfield. Beim genaueren Betrachten ihrer Base sah man, dass sie den TC-Room gearmort hatten. Das versprach viel Loot. Sie vergaßen jedoch, den Raum vor dem TC zu upgraden, beziehungsweise zu honeycommen. Das wollten wir ausnutzen. Denn durch den Farm, den wir hereinbrachten, um unsere Base hochzuziehen, hatten wir natürlich auch einiges an Sulfur. Und da wir die richtigen Prints hatten, sollte das unser erster Explosive Raid of the Wipe werden. Aber Sven, willst du uns verarschen? Woher hast du die Saar? Nun ja, dazu muss ich sagen, wir haben einen Outpost gekauft. Ich habe bloß diesen Teil nicht aufgenommen, aber wir haben sie in Outpost gekauft und gleich geresearched. So, jetzt aber zurück zum Raid. Kannst du ihn handeln? Wir sind richtig. Ich sehe nicht. Ich komme nicht runter zu dir. Gib mir Deckung, ich mach die letzten vier. Boah. Hast du ihn? Hab ihn. Hier ist ihm schnell weg. Ja. Perfekt, NTC. Perfekt, noch perfekter. TC unlocked. Ich fange Spawn an. Turret? Baby. Ja. Ich komm raus. Doch, ich sehen. Er ist tot. Nice. Ich geh schon wieder. Also 5 Hits, das kann er nicht überlebt haben. Ja, ob's da. Aber ich weiß nicht, was er in der Hand hat. Oh, Tommy on me! Tommy dead? Hab ihn, Dad. Einer dead. Andere Double Head. Einer liegt gleich vor uns, an der Metallnote. Geh den looten, der hat eine Waffe. Einer dead, auf der Straße. Oh! Yes, nice, bro, nice. It's a fucking pussy, bro, camps in bushes. Nice, bro, nice. Danach war es cool. Ich glaube, ich hatte noch einen auf der Straße, oder ist der weggekommen? Nein, ich bin fast tot. Oder auch. Five and Dead? Hast du, ja. Da ist noch ein zweiter. Ich kann ihn rennen sehen. Ich glaube, ich komme auch noch mal mit Python vor. Da kommt er. Vielleicht kann er nicht. Einen Hit.
Double Hit. Triple. Vierfach Hit. Er muss dead sein. Ja, ist dead, ist dead. Ich geh für Loot. Road sein. Oh, nice, nice, nice. Ich geh Depot. Oh, Pfeife noch me. Warum? Claw an Supermarkt. Er lootet mich jetzt. Er rennt direkt zu meinem Body. Wunderschön. Kannst du mich picken? Dann links davon ist auch einer. Rechts. Ja, mich gut. Blut auf. Ein Dead. Ich hab einen Dead. Ich geh Supermarkt. Nein, er hat mich. Geh Supermarkt. Ficken. Wo? Komm wieder. Ich werde verlieren. Aber ich habe ihn gut hit. Ist nur noch deine. Da ist ein Naked. Der hat, glaube ich, eine Waffe gekriegt. Oh, der hat. Ja, als ob er mich One-Shot trifft, Mann. Jetzt pushen die safe. Wer ist der Naked? Den Python gar nicht. Ah, doch, er ist. Ist tot. Wo? Ja. Kommt noch einer links, 140, oben am Hügel. Aber nur Bowguys. Hast du den? Hast du alles gelootet? Nee, ich hab den Revy-Guy noch hier. Dann lass gehen. Alles in allem ein erfolgreicher Raid. Nicht nur, dass wir ein Auto-Turret und ein verstärktes Glasfenster bekamen, die Counter brachten uns auch einige Gearsets. Ein voller Erfolg. Jetzt gab es nur noch eins zu tun, bevor wir uns ausloggen. Boah, jetzt würde ich aber gerne den noch. Wir haben ja noch zwei Satchels, oder? Wir brauchen vier. Für was? Für den da unten. Die haben schon angefangen, haben was? Zu Flame-Raiden. Ich weiß es nicht. Würde mich jetzt schon reizen. Ja, hab ich das nicht. Der ist online. Hey, man. I just woke up, boah. I just woke up. Ja, ja, ja. I just woke up. Er ist gerade online gekommen. Ja. Boah, I just woke up. Chill. Der wird sich nicht lohnen, ich sag's dir. Ich just woke up, total vorbei, weißt du? 5 Uhr. Ich just woke up. GG, sag er. Ich sag auch, das ist totaler Bullshit hier. Oh ja, ein Bett. Aber den Frit hab ich schon. Komm. KTC ist absolut trash, aber gut, was ist. Just woke up, bro. Chill, chill. Okay, ich bin fertig. Hier ist nichts. Ja, gut. Noch aus, hä? Day 2! Und ich begann erstmal den Tag mit dem Nichtdrücken der Aufnahmetaste. Sorry dafür. Aber hier kurz zusammengefasst, was passierte. Ich machte mich auf den Weg zur Outpost, denn ich konnte auf der Karte sehen, dass viele Spieler in ihren Shops einige Fehler hatten. Aber lasst mich das kurz erklären. Da es keinen Tech-Tree gab, waren Shops natürlich der beste Weg, um an Prince zu kommen. Gerade der Baustuff war heiß begehrt. Viele machten jedoch folgenden Fehler. Sie suchten nach verschiedenen Prints und boten dafür Sulfur. Jedoch packten sie so viel Sulfur in ihrem Shop, um alle gesuchten Items auf einmal zu kaufen. Hier ein kleines Beispiel. Jemand sucht einen großen Ofen für 1000 Sulfur, eine Metal Barricade für 1000 Sulfur und ein Glass Window für 200 Sulfur.
Um alles kaufen zu können, packten sie 2200 Sulfur in ihren Shop. Was sie allerdings vergaßen, war, dass es jetzt nun auch möglich war, ihnen 12-mal ein Glaswindow für 200 Sulfur zu verkaufen. Frech, ich weiß. Aber so konnte ich in kürzester Zeit 2 Rows of Sulfur generieren. Wiederum kaufte ich uns ein paar Prints. Denn wir brauchten noch Electric Furnace und Metal Barricades für die Base. Nachdem ich mit meiner kleinen Shopping-Tour fertig war, machte ich mich auf den Heimweg und drückte den Rekordknopf. Ich habe vergessen, das Shoppen aufzunehmen. Gott sei Dank ist es mir jetzt aufgefallen. Gut, nachdem es mir jetzt endlich aufgefallen war, möchte ich den Vormittag etwas skippen, denn es passierte nichts Großartiges. Ich baute an der Base, wurde an der Base gekillt, killte die mich gekillt hatten, und ging am Ende mit Profit raus. Ich war auf dem guten Weg, einen Player an Airfit zu machen. Verlor alles. Und baute wieder an der Base. Das war's für die ersten 2 Stunden des Tages. Bis ich erneut ein paar Fehler in Shops entdeckte und mich mit Eevee direkt auf den Weg machte. Schon wieder einen verkauft, das ist ja der Wahnsinn. Und das Grab schon wieder verkauft. Eevee, wir werden reich mit diesen blöden Öfen. Wir sind voll im Business! Selling Sunset! Jetzt fragt jemand someone selling bad. Ich komm nicht mehr nach, ich sag's dir. Kein Problem, bad, keine Ahnung. Bist du langsam hoch? Oh, halt ja. Doch, das ist schon geil. Sag, was du bist. Das ist so süß! Und such weiter. Den haben wir jetzt richtig nass gemacht, ja. Oh, oben am Berg siehst du ihn? Ja. Pass auf, der kommt. Wow, ich bin Headshot. Headshot, ich bin dead. Schaffst du? Hab einen. Ich hab den Saar-Typi. Das ist ein Rediger, pass auf. Aua, ich bin One-Shot. Der muss abbauen. Ich drop den Sulfur hier. Okay. Er trifft mich direkt wieder. Kommst du? Er trifft halt echt krank, der Typ. Wo ist er? Bei mir gegenüber. Du kommst gleich in seinem Rücken. Da liegen lauter Bodies, Eevee, ja, hinter dir. Ja, ich sehe ihn nicht. Ich muss schon versuchen, den das Body zu looten. Oh, er hat Spritzen. Er hat Tommy. 2 Tommys. Ich hau ab. Hab ihn. Wichtig. Wichtiger Kill, Eevee. Verdammt wichtiger Kill. Er hat mich jetzt gekillt. Ja, lass gehen. Lass gehen, lass gehen, lass gehen sofort. Ist mein Body? Ja, ich hab dein Body nicht, aber ich hab hier einen, der hatte 3 Waffen im Impf. Ich hol schnell den Zulf. Ja, mein Body wurde schon gelootet. Oh, nee. Fucking dead. Ja, ich hau ab. Direkt bei meiner Leiche. Scheiße. Ich hab 3 Tommys. Ravi Guy. Hab ihn. Oh, fuck. Ich bin dead. Fuck. Hast du Pulver gehabt? Ja, ich habe alles dabei. Oh mein Gott. Komm da nochmal hin. Ja, die sind da, die hauen jetzt 100 Prop, wenn die mal nimmt. Wo
am Berg, war der schon da? Ja, die waren direkt neben mir gestanden. Einer? Nein, zwei. Das war ein anderes Team, was sich eingemischt hat. Wo ist denn unser Auto? Hab einen. Er hat nur die Hälfte, dann ist voll Fuß. Ja, schnapp dir's und dann geh mal. Da war auch noch lauter Tommys und so. Ich dieb. Alles gut. Hast du die Tommys auch? Ja. Eine Tommy, zwei Sars. Zwei Tommy, zwei Sars. Halbe sieben voll, aber ich sehe sie durch. Oh, geil. Ja, 1000 soll ich vorhin noch mal mehr. 1000? Einer dead. Hab einen dead. Ito noch? Einer will mich pflanzen. Ich bin dead. Ich konnte mich nicht healen. Lass nochmal hin. Ich sehe einen oben am Berg noch. Ich sehe auch zwei Spieler unten. Wo? Einer triple hit. Einer dead, einer dead. Andere Double Hit. Ja, ich bin von hinten! Von hinten, selbstgebaute. Die Vermutung. Ja, es sind beide. Es sind wieder die zwei. Okay. Egal, ich gehe da nicht mehr hin. Win that. Oh, sound me! Hab ihn 100 Mal gehittet, ist dead. Upsa. Er ist oben im Wald gegenüber. Ja, da geht's auch sauer ab, da liegen Haufen. Ja, den hatte ich. Hier liegen Haufen Leichen. Noch eine Sa? Scheiß Schwein verfolgt mich. Lieb. Noch eine Sa? Noch eine Sa, komm, gib. Lieb. Noch eine Sa? Bei mir ist jemand. Ja, naked. Gemma. Ja, ja. Da lag eine Saar im Busch. Ich hab Saar. Drei Saars. Vier Saars. Ja, wir gehen gleich wieder los. Ich schmeiß Busch noch rein. Rechts läuft was. Pass auf. Was rechts kommt was von 250. Saar. Die hole ich mir. Er ist im Busch. Hast du ihn? Nee. Ich krieg Custom ab. Das ist Tode. Ich bin tot? Was ist das für eine Custom? Sag mal. Ich bin dead. Ja, ja, da laufen sie links. Ich bin rechts. Hörst du dich, Sa? Ja. Nee, das waren Nakeds, die wollten mein Body. Einer close vor mir. An dem Baum direkt vor mir. Ist tot. Sa, komm. Tommy. Mein Kid wieder. Und gerade eben. Nice. Irgendwo hier ist die noch. Einer triple hit. Ganz rechts die Schienen lang hoch im Busch. Doch, weiter hinten. Hessi, glaube ich, dead. Ja, Hessi, dead. Oh, ich muss hier weg. Tommy, double hit. Ja, ich muss jetzt mal weg. Bin super low. Hier bei der Linkswache. An der Sulfur Note. Er lootet ihn. Nice. Hessi, dead. Einer noch, glaube ich, oder? Ich muss die looten. An meinem Rücken. Da von oben. Ja. Am Berg. Looten und wegkommen. Ich kann nicht weg, ich sitze fest, Ivy. Wo ist er? Oben am Berg. Ich sitze hinter der Silver Note. Hab ihn einen Headshot hit, er hält erstmal die Fresse. Oh, Crossy on me? Ich bin dead. Ich bin dead. Ich kann euch nicht sagen, wie das funktioniert hat. Aber wir sind aus diesem Fight tatsächlich noch mit Profit raus. Ich glaube, das lag an den zwei Inventaren, die Ivy nach Hause brachte. Aber gut, kurze Zeit später kam jetzt auch Cookie online. Jetzt waren wir wieder zu dritt. Und unsere kleine Nachbarbase sollte riesige Probleme machen. Okay, let's go. This is Nettie. Wow. Double Headshots, the roof. Na, ich bin noch. Ja, das sind die Drecks. Sven? Ja, ich komm, ja. Ah. Ist auf der Base wieder Schnee, also nur mit Hessi. Keine Ahnung, wo die anderen sind.
Du musst dead sein. Unten, Apple mitten nur durch. Er ist tot, er liegt im Eingang. Geh hin. Full dead. Pass auf, der vom Roof. Tür ist offen. Einer geht, glaube ich, gerade hoch, habe ich gesehen. Nachbar dead? Ja, die Waffe liegt da auch noch auf jeden Fall. Ja, ich geh rein. Nimmst du? Lootest du? Ja. Naked hinter. Geh mal weg. Ich versuche deep zu gehen. Aber ich glaube, es wird nichts. Bist du? Ne, ich gehe wieder, bevor mir oben zumacht. Na, schenk dir kein Kit. Ein Haufen neuer Namen. Und ich glaube, es wird Zeit, nochmal einen Blick auf unsere Karte zu werfen. Denn ein paar neue Teams offenbarten ihre Location. Anfangen will ich diesmal mit den GGs. Die GGs waren ein Duo. Ihre Base lag nicht mal ein halbes Feld neben uns. Und hier kam die Problematik, ihre Spielweise. Sie war eine der Art Nachbarn, die man einfach nicht haben möchte. Denn sie wartete immer wieder Fights ab, um dann den letzten von ihrem Roof aus zu killen. Aber damit nicht genug. Sie gingen nicht mit Kits raus. Sie killten sich und spawnten an ihren Outside-Bags, um dann alles einzusammeln und ohne Risiko in ihre Base zu bringen. Auf jeden Fall eine Ratte, die wir so schnell wie möglich loswerden wollen. Aber das waren nicht die einzigen neuen Kontrahenten. Ladies and Gentlemen, Team Sacky Peppy. Team Sacky Peppy war ein Trio. Sie lebten ein kleines Stückchen entfernt, aber immer noch nah genug, um uns gefährlich zu werden. Dieses Trio meinte es ernst und sie spielten auch so. Ihr Pacing, ihr Movement, ihr Aim, alles war on point. Sie wollten etwas diesen Wipe erreichen. Ich machte mir große Sorgen, denn sie machten keinen Hehl darum, uns offlinen zu wollen. Aber wie immer in Rust, Hochmut kommt vor dem Fall. So, jetzt aber genug der Theorie. Zurück zur Story. Wow. Wow, das ist aber close. Richtung Train. Ja, wir sollten das anschauen gehen. Ich glaube, das ist gleich gegenüber von Oxums. Irgendwas. Ah, hier oben, glaube ich, sind die dran. Ich sehe noch ein Naked rumhüpfen. Lauter Nakeds. Has he dead? Hast du Hessie looted? Noch nicht. Ah, noch einer links. Hit. Double hit von mir. Grim. Lebt noch. Five in hier. Ich glaube immer mehr. Ach, oh, hinter mir Hessie! Hinter mir Hessie! Rechts! Ich brauche Hilfe. Ich bin noch. Dead. Pitu. Die eine Pitu ist close. Fuck. Heil dich. Ich muss mich heilen. Das ist tatsächlich mein Pitu, close. Halt eine Pitu dead. Ja, okay, ich muss schon. Ich muss nachladen. Meine, die zweite. Bin dead. Aber L.A. hat die gekillt. Ich komme runter. Sven, da wo ich dich geheilt habe, bin ich. Ah, Ella hat mich, ich bin dead. Ich glaube, Ella ist noch. Ja, da oben sind zwei Hazys. Einer hat Hit. Welche? Double Hit. Beide dead. Gibst du mir Deckung ein bisschen? Ja. Oh, nee, geht hinter dir. Ganz links hat sich was bewegt, die wie ganz, ganz links. Ja, ich hab Legacy, Kind links. Nein, es ist nicht. Loot schnell, Sven. Hab Ella. Am Berg ist was. Ja, ja, den meine ich, den hab ich einmal hit. Ha. Hier ist nochmal eine Hazy-Leiche. Oh, Ivy's Body. Nein, ist nicht Ivy. Ja. Doch. Nochmal Hazy. Wir müssen hier weg, wir stehen so scheiße. Ja, ja. Hinter der Base. Wir haben Headshot hit. Headshot hit. Nochmal Hazy. Ja, ich muss gehen, ich hab drei Waffen oder so. Oder ich stash schnell da unten irgendwo. Sehen. Ja,
Einer Hit bei der Steinbase. Aber lass von rechts umlaufen diesmal. Wow, bin Headshot, close. I bin dead, tripled. Nice. Lass zurück, oder? Es wird Nacht. Ja, lass gehen. Es hat keinen Wert mehr. Wir haben das Beste. Nach dieser Aktion musste Cookie und auch Evi für eine kurze Zeit. Ich war also alleine. Ich wollte die Zeit aber sinnvoll nutzen. Deswegen wollte ich die Red Card auf Airfield besorgen. Oh, zwei AKs. Aber hässliche AKs. Ich hab zu früh geschossen. Wenn wir zu zweit gewesen wären, wäre es geklappt. Die kriegen ihn. 100 Pro. Die sind so gefickt. Wieso? Ja, weil wir, wenn die Prints haben, 100 Pro zu uns kommen. Er brennt wahrscheinlich schon, oder? Ja. Ich habe ihn einmal hit. Bitte komm, bitte komm, bitte komm. Ja, er kommt, er kommt. Ja, ich komm. Komm zu uns, komm zu uns, komm zu uns. Komm! Ah, okay. Er kommt nicht. Wir haben ihn direkt vor der Base. Haben sie ihn schon? Ja, okay, auf ja, die Seite. Ich kick Grub. Ich kick Grub. Echt? Ja. Hm? Ich geh gar nicht. Ich glaube, sie haben ihn ein bisschen. Sie haben ihn ein bisschen dumm platziert. Mhm. Geh mit, Schatz. Ich brauch dich. Egal, wir müssen da ein bisschen was abziehen, weil sonst sind wir gefickt. Auf jeden Fall können wir, glaube ich, wallen. Wenn wir eine Wallplatte hinkriegen, dann ist gut. Heute Nacht bekommen. Das ist ein richtiger Grinder halt. Die sind noch nicht. Er kommt gerade raus. Oh Gott. Ist dich? Ich hab geballt, ja. Ich musste. Kannst du ihn vielleicht ein bisschen flanken? Oh, ich wollte ja von hinten kommen. Nein. Ja, komm, du von hinten ist gut. Ich sitz gerade ziemlich fest. Da kommt auch noch ein Mini. Ja, die sind hinten irgendwo gelandet. Er hat mich so im Blick. Ist er gekommen? Ja, AK von oben. AK von oben. Ich bleib hier einfach mal sitzen. Ja. Ich glaube, er hat einen Tod. Heli macht Trouble. Ich gehe für Heli. Treff mich nicht. Nein, ich bin Nock. Ich war am Heli. Ich versuch den Heli zu pushen. Wir machen das oben ganz clever.
nachdem ich leider feststellen musste, dass der Helilot für mich unerreichbar war und ich wirklich große Angst hatte, geratet zu werden, gab es nur eine Möglichkeit, diese Situation abzuwenden. Rocket C4? L9? Ich bin naked, vielleicht loot him. Take the loot, don't give it to them. Hey assholes, take it, it's the whole heli loot. Take it, please, go away with the loot, go away. Ja, das war jetzt nicht die beste Lösung, aber eine Lösung. Egal, weiter im Kontext. Nachdem wir also das erstmal abwenden konnten, wurde es Zeit, dass wir uns mal High Loot besorgen. Die Crate droppte auf Airfield und Evie und ich macht uns natürlich direkt auf den Weg. Wir haben noch, ja, 9 Minuten. Soll ich auf die andere Seite rein, oder? Den kleinen Tower, ja. Haben wir perfekten Winkel. Nein. Jetzt ist gleich ein guter Moment. Tot. Lass ihn liegen, lass ihn liegen. Ja, ja. Wir haben noch 3 Minuten. I will do my best. Und er hatte. Fuck it. Sag ich doch. 3, 1, 0. AK Airdrop. Tommy. Lass gehen. Endlich! Die erste AK. Und es war überraschend einfacher, als wir es erwartet haben. Nach so vielen Fights, nach so vielen knappen Situationen, endlich diese Gun in den Fingern. Aber das sollte es für Tag 2 gewesen sein. Und wir waren zuversichtlich, dass Tag 3 richtig rocken wird. Day 3. And start your day right. Mit einem Heli Takedown. Haben wir wieder? Er geht runter, er geht runter. Genau. Richtig scheiße. Ah, da kommen sie. Kommt schon. Lass ein bisschen weggehen vom Heli. Lass ein bisschen weggehen. Ich dich irgendwo rein. Ich bin rechts auf Richtung Straße. Ja. Einer dead. Full dead. Nice. Shots on me. Er ist hier im Wald. Ich seh ihn leider nicht. Ich seh die Crates leider nicht. Haben wir Splendid? Geh zu den Crates, Evie. Geh zu den Crates. Serverlag, ich hab Headshot von irgendwo. Ich hab Headshot von irgendwo. Mein Serverlag. Ich weiß aber, die Crates sind. Okay, jetzt lebst du noch? Zwei Crates hinaus. Ja. Keine Rocket. AK Bolt. Oben. Nein, hier oben ist noch die Crates. Nimm mit! Hab ich? Dead. Oh, noch eine Tommy on me. Ich bin low. Muss AK nachladen? Zwei Crates liegen noch. Tommy? Irgendwo ist noch eine Tommy. Ist auch der Crate nicht? Ich hab Rocket C4, ich bin weg. Rest der Schrott. Weg. Ich hab die anderen auch gelootet. Lass gehen. Also nicht alles gelootet, ich hab bloß die AKs genommen. Ja, alles gut. Bin am Heli. Is he dead? Sound me. Unten im ja, Wald. Ja, komm zu mir. Unten. Das ist er mir. Er läuft auf der Straße. Hab ihn. Granaten. Haben noch einen dead. Oh mein Gott, sein Body ist full, Sven. Ja, dann nimm. Meine auch.
Hilfe, Hilfe, Hilfe! Bin gleich da. Noch Hilfe. Einer dead. Ich muss durch, ich bin voll. Ja. Ich geh auch an. Ich hab zwei Tommies. Ein weiterer wichtiger Print auf der Liste. Rockets. Jetzt nahm das Ganze dann auch wirklich Fahrt auf. Aber um das Ganze researchen zu können, brauchten wir nun etwas Scrap. Deswegen gingen ich, Cookie und Evie zu Airfield, um einen kleinen Recycler anzustarten. Das Ganze ging auch ohne Probleme durch. Nur auf dem Rückweg begegneten wir alten Freunden. Ja, gut, durch Wall ist keiner... Ah, da vorne ist Hessi auf Pferd. Ein Hit. Aber nicht. Haben dead. Sehr gut. Noch. Ist doch wahr. Noch einer. Haben dead, full dead. Ja, was soll ich aufwärmen? Alter Aufwärmer. Oh mein Gott, die waren farmen. Was hat der andere drin? Meiner ist im Vollstein. Chichi Hani! Dieser kleine Wichser. Ah, das sind sie. Oh, Helikon, Crate. Oh ja, let's go. Ja, aber die bauen immer weiter aus, weißt du, das macht mir Sorgen. Erst Roof. Ja, ja, pass auf. Aber letztens, ich hab keinen Winkel. Ich hab keine Wall. Ein Double Hit. Ich geh rein. Jetzt kann's gehen, Sven, ich bin jetzt da. Er liegt. Hol die Leitern. Er kommt wieder von außen, Cookie. Links im Wald. Ah ja. Beide. Einer dead. Zweiter auch dead. War doch gerade Stoff hier. Ja, bin oben. Hab die Saar, ich drop's euch runter. Ich geh rein. Warte, ist es offen? Offen? Bring das C4! Bring das C4! Bring C4! Ja. Bleib oben! Bring zwei C4! Bring die zwei C4! Ja. Ganz außen, langsam, ganz langsam. Reicht ein C4? Zwei, komm wieder. Zwei. Gib. Let's go. Hier ist 100%. Ich komm mit runter. Steps außen, Evie! Ich sehe keinen. S3. Ich hab ihn, glaube ich. Pass auf. Hab TC. Bin weit zu. Ich hab bloß nichts, um Bags zu zerstören. Ich hab deren Eingang hier, glaube ich. Ich hab was zum Zerstören, geh weg. Hast du? Aim deren Eingang ab. Ja. Da ist noch die. Nicht die Bags, die TC. So, ich hab nur ein Knochenmesser, das reicht nicht. Ist hier irgendwas? Ich such grad. Pass auf, die haben da noch eine Tür. Soll ich zurück? Warte, ich schieß ihn ein. Ich schieß ihn ein. Ja, ich hab genug Muni. Ich hab Kasten aufgefunden. Komm eh nicht hoch, Rivi. Die sind kaputt? Ich hab's auf, halt. 2 auf 100, die gehen zu Airfield. Okay, ah ja, Crazy ist ja da. Links ist noch. Hier oben fällt noch eine Tür. 2,0 links. Ich hab die Summis weggegrieft. Boah, GG. Echt stark gespielt. Oben ist Airlock. So. Tschüss. Oh, vor allem. Oh, schau, das ist HQ! Ich hab's gar nicht gesehen. 400 HQ! Wow, krank! Und das Metal. Ja. Die haben aber jetzt richtig hops genommen. Was für ein Lucky Punch, dass wir diese kleinen Ratten endlich von der Karte fegen konnten. Das war wirklich Momentum. Aber wir sollten mal kurz auf die Karte gucken. Denn es gab noch ein Update. Team Saggy Peppy wurde leider über Nacht geofflined und somit fallen sie als weitere Kontrahenten raus. Jetzt fehlt uns ja eigentlich nur noch einer. Und unser letzter Feind zeigte sein Gesicht auf eine ganz, ganz eklige Weise. Aber gut, bisher lief es eigentlich recht gut. Wir waren gut voll und der Vibe neigte sich dem Ende. Wir wollten allerdings noch einen Rocket Raid. Den wollten wir auf Teufel komm raus erzwingen. Wir machten x-mal die Crate, wir versuchten Cargo, wir gingen so viele Möglichkeiten an, um an unseren letzten, wichtigen Print zu kommen. Aber leider erfolglos. Doch dann kam Cookie um die Ecke. Er machte im Chat einen Deal klar. Eine AK für einen Rocket Launcher. Das klang nach einem super Deal für uns, denn wir hatten ein paar AKs übrig. Am Ende stellte sich sogar heraus, dass der Besitzer des Rocket Launchers direkt über uns wohnte. Also mussten wir nicht mal den Drone Shop nutzen. Gesagt, getan.
Wir machten uns natürlich direkt auf den Weg, um unseren Deal über die Bühne zu bringen. Also Prinzess kann easy mit anderen traden. Ja, warum sollen wir dann ein Ding, wenn er über uns ist? Was? Schreib ihn, er soll zu uns kommen mit dem Raketenwerfer. Na, er weiß nicht, dass wir seine Nachbarn sind, glaube ich. Ich hab die AK drin. Welche Nachbarn denn? Ach, da das oben. Sind die Farmer, die ja, Ebon, die Farmer. Die sind auch scheiße, den haben wir mehrmals gekillt. Wenn er mit der AK rumrennt, wie soll ich. Ja, aber ich lauf doch nicht mit der AK. Okay, pass auf. Er weiß, dass wir Nachbarn sind. Pass auf, dann sag doch, wir treffen uns in der Mitte, seine Leute gehen aufs Dach und unsere Leute gehen aufs Dach. Ja. Komm, komm, das wird witzig. Komm, komm, wir machen so ein Wilden Westen-Ding. Ich geh in der AK raus, ihr geht aufs Dach. Ja. Das wird geil. Okay. Wir treffen uns in der Mitte. Ich lauf doch jetzt nicht mit der AK bis Outpost, um sie dann bei ihm zu kaufen. Ja, er schreibt nicht mehr. Der wird das nicht alles machen. Komm, 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 vielleicht mach das. Rede doch mal mit ihm, du bist noch drauf. Sag so ganz nett, komm, können wir das nicht gleich hier über die Bühne bringen? Wir sterben bis auf, wir sind so scheiße. Ich schleich mich dann an, wenn er mit dem Raketenwerfer rauskommt, knall ich ihn um. Nein, das mach ich nicht, wir sind ehrenvolle Spieler, das dürfen wir nicht machen. Das machen wir nur, wenn wir nicht aufnehmen. Darf ich mit dem Wolf fahren? Hä? Er schreibt. Sag, wir sind auf dem Weg zur Outpost. Sag, ich bin auf dem Weg zur Outpost, nicht, dass er es wegmacht. Nein, komm. Türen gehen. Wow, TV! Er ist leicht! Ich hab ihn. Kauf, schnell. Zu teuer? Warum steht er zu teuer? Ich kann's nicht kaufen. Oh, okay, sorry. Celias. Ich kann kaufen, wir brauchen eine volle gute AK. Du darfst keine kaputte. Dann mach die Attachments runter. Hast du? Hier ist eine AK. Celias. Ey, das war ja mit DB. Sicher? Ja, ich hab ihn gerade gelootet. Wow. Wow, jetzt Rain Man. Er wird sie eh holen. Ich camp ihn an seinem scheiß Shop ab. Wenn er so spielt, spiele ich auch so. Nee, den kill ich, wenn er rauskommt. Ich lass ihn holen. Und dann kill ich ihn auf dem Rückweg. Bist du gerade doch verletzt? Ja. Was? Er wusste ja nicht, dass wir die kaufen. Ja, aber er hat eigentlich auch recht. Ja, gut schon. Du hast geschrien, du gehst gerade zur Aufbau. Ja, okay, komm. Ja, ich weiß nicht. Was meint ihr? Ich warte, bis er vorbeiläuft. Ich töte ihn, Alter. Wenn er mich mit DB abcampt, kleiner Wichser. Ich gehe an seinen Shop und werde mit DB abgecampt. Was soll das? Mir egal. Ja, er hat recht. Ja, er hat schon recht. Was hat er geschrieben? Ja. Er dachte, wir sind auf dem Weg zur Outpost. Ich kill ihn trotzdem. Ich gebe ihm keine Ecke. Ich habe nochmal auf nett getan. Vielleicht holt es jetzt. Ich fick ihn. Alter, er macht einen Shop und campt dann in der DB vor seinem Shop. Sorry, Alter. Ja, aber er hat recht. Man muss es einsehen, wir sind jetzt im Recht. Warum sind wir im Unrecht? Wir sind gerade auf dem Weg zur Outpost. Ja, ist doch egal, er hat einen Shop, wo die Leute einkaufen können und rennt damit die Bier rum. Hallo? Ja? Ah, das ist Cookie. Ja, ich höre Steps und ihr schreit da. Und schon. Ja, ist doch egal, auch wenn ich was anderes gekauft hätte. Ah, er wollte warten. Deshalb. Ja, okay, nee. Komm, Leute, er hat immer geschrieben, wo seid ihr? Kauft ihr sie, weil er sie direkt deep holen wollte. Ist mir egal, ich knall ihn um. Er gammelt mit DB rum, wenn Leute bei seinem Shop sind. Weil er wollte die AK gleich reinnehmen, wenn wir sie traden. Ich lass ihn. Ich kill ihn. Ah, da hast du ja überhaupt schon geholt jetzt. Nein. Das ist so ehrenlos. Was ist ehrenlos? Guck hier. Er mit DB oder wir? Wir. Warum wir? Wir gehen verarscht. Wir gehen zu seinem Shop, um einzukaufen. Wir hätten auch jemand anders sein können. Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Auch für die was vielleicht das Video sehen. Ist das ehrenlos, wenn er Leute killen will, die was an seinem Shop stehen? Er wollte doch nicht, er war im Shop drin, hat gewartet, bis die. Ja, und dann hört er Steps draußen, wie Leute zu seinem Shop gehen und kommt mit DB raus. Ist mich verarschen. Nee, egal, auch wenn die andere einkaufen. Wir haben ja geschrieben wegen Outpost. Ja? Deshalb hat er mit DB im Shop gecampt, dass wenn er die Drohne hört, dass er gleich die AK ziehen kann und dippen kann. Ja, das verstehe ich, den Weg gehe ich mit. Aber wenn er dann Steps an seinem Shop hört, weil vielleicht andere Leute auch was kaufen, kann er doch nicht rausrennen und sie mit die Bibern aufschießen. Ja, okay, ja. Oder? Schon auch recht. Schon, ja, ich hab safe recht. Aber guck, wenn wir ihm jetzt die AK geben, dann craftet er AKs, dann können wir sie ihm wieder abziehen. Dann haben wir 50 Scrap gespart. Was 50 Scrap? Hab ich recht?
Hab ich recht? Wenn ich ihm jetzt die AK wieder abnehme. Wenn ich ihm jetzt die AK abnehme. Ich war noch drin, mein Game ist gefreezed. Nee, du bist raus. Wo liegst du? Hinter so eine Klippe. Ich schwöre, aber ich glaube, er hat sie noch nicht geholt, oder? Oder hast du jetzt geholt? Nein, er hat sie nicht geholt. Jetzt guck. Ich fick ihn. Ich schwöre. Jetzt guck. Wenn er jetzt AKs craftet und mit AKs rauskommt, dann haben wir 50 HGM gespart. Nein. Wenn wir ihn raiden und die 50 HGM noch in seiner Base sind, kriegen wir die HGM auch. Wir raiden den doch nicht. Wir raiden guck den. Die Base an. Die ist wichtig. Die Base an. Natürlich ist nein, das ist 16 Rockets, bin ich drin. Das ja, schaut dicker aus, als was es ist. Rocket durch. Bring hier mal 16 Rockets durch, wenn der Tower links am Roof campen ist, die ganze Nacht online ist. Ich bring ihn durch. Die ganze Zeit kommen, Cookie ich will mir, ich top down ihn. Ach, ich geh in die Base, macht was ihr wollt. Ich kill ihn. Ich schwöre, ich kill ihn. Okay. Also, er kommt. Mit gutem Kit. Jetzt fuck ich ihn richtig ab. Dass wir quitt sind. Er weiß ja nicht, dass ich's war, oder? Ich habe nicht mit ihm geschrieben. Server leckt, Achtung, ich kann keine Tür öffnen. Ich bin bis 1.30 Uhr heute online. Siehst du? Oh, nice. Er kommt. Server leckt. Ich habe reconnect gerade am Server. Hat der AK? Wunderbar. Drücke der AK. Tut mir so leid. Lass ihn die AK. Hey. You're gay. So nett. Fick dich, Alter. Er wollte mich mit DB abcampen. Ich weiß nicht, ich kann die DB, ich kann's nicht nehmen. Headshot. Achtung, er schreibt nichts im Chat, der kommt safe gleich wieder Roof oder so. Ja, ich hoffe. Was für Ecke? Ihr habt die Ecke wieder. Nein, das können wir nicht machen. Bitte. Doch! Doch! Ich schwör's! Ja, dieser nett. Kleine ich Penner! Ich hab ihn er war so nett. Ich hab deine Ecke auch mal genommen. Nein, wir können das nicht machen. Ich sag, Sven will dich rain. Also seinen Looten. Nein, das können wir nicht machen. Hm? Gib ihn die Ecke zurück. Ich red gleich mit ihm. Ich geh gleich nochmal hin. Es ist doch. Nein! Ehrenlos sein. Was ist daran ehrenlos? Er war so nett. Er wollte uns scammen. Er wollte uns scammen. Mit seiner hässlichen DB. Schwör mal, ich wäre fast gestorben vor Angst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber. Er sagt, wir sind Ratten. Was sind wir Ratten? Er wollte uns DB'en. Wir sind die größten Ratten, Mann. Warum versucht er mich zu DB'en? Also ich glaube, sowas Schlimmes haben wir noch nie. Nur gewartet, bis die AK kommt. Ja und, aber dann hört er Leute an seinem Shop und das Einzige, was ihm einfällt, ist nicht, dass jemand traden will, sondern rauszurennen und sie mit der DB über den Haufen zu schießen. Das haben wir doch auch gemacht. Wir haben den Naked Ash und mir ein Fenster kaufen wollte. Nein, das stimmt gar nicht. Doch. Nein. Nein, nein, also ich bin voll im Recht. Er chillt in seinem Shop, hört draußen jemanden vorbeilaufen, okay? Alles schön und gut. Okay? Dann hört er, wie sie zu seinem Shop gehen. Was macht er? Er rennt mit DB raus und versucht mich zu killen. Ich war ein normaler Käufer. Was ist denn das für ein Umgangston? Oh! Er steht jetzt drin. Er dogcampt uns. Hast du was gehabt? Nein, nein, ich wollte naked jetzt mit ihm reden. Selias, bro, it's my mate. I swear, he's not good man. We will give you AK back, okay? Nein, der kriegt keine AK. We will give you AK back. It was the mate. This mate. Why you tried to kill me by buying? What's this? For customer support. Guck, er sagt accident. Guck mal. Ich höre nicht. I know, bro. It was accident. Nicht. But this is not a good man. You will become your AK back. I promise you will get your loot back. No. I want something for the accident. Wenn er doch auf der Arme. Do you want this AK? But you tried to kill me by buying. Bro, I will give you the AK back, okay? Was sagst du? Gib mir doch keine AK! Er hat mich verarscht! Ich bin in seinem Shop einkaufen, er kommt mit DB angerannt. Stell dir mal vor, er hat mich getötet.
Dann wäre auf einmal die Laune ganz anders, das oder? Das wissen wir nicht, ob er da nicht gesagt hat, Entschuldigung. Ah? Wir können nicht so ehrenlos sein. Ich kann das nicht auf mein Herz. Nein, das finde ich jetzt wirklich ehrenlos. Dieb gehen und so, alles schön und gut, aber. Hä? Ihr checkt's nicht? Hast du ihn gegeben, Cookie? Du hast ihn umgebracht. Du hast ihn umgebracht. Nein, er hat sich selber gekillt. Ich habe gesagt, ich gebe dir die AK gleich zurück. Er hat gesagt, okay. Ja, kannst du kaufen im Shop. Nein. Ben, Gott verdammt nochmal. Reiß dich jetzt zusammen. Nein, das war ohne Scheiß. Also. Nein, ihr braucht jetzt gar nicht ablenken. Jetzt war ohne Scheiß. Cookie, bevor du das tust, überleg nochmal. Ich lass dich ziehen. Ich mach nix. Aber überleg nochmal. Wir kommen, egal. Stell mir vor, wir wären andere Leute. Ja? Ja? Und wir kommen zu seinem Shop, weil wir. Ja, wir wollen gerade eine Diesel kaufen, ja? Und ich gehe zu seinem Shop, weil ich seinen Diesel kaufen will und wird dann die Beat. Ja. Das ist doch ganz normal, das haben wir auch gemacht. Ja, aber das ist doch nicht. Ja, dann ist es doch auch ganz normal, ihn am Shop abzucampen und meine Ecke wieder zu holen. Das haben wir jetzt auch schon gemacht. Wir haben ihn beleidigt und er war trotzdem so nett, wir können das nicht machen. Das können wir schon machen. Doch. Wieso ist er so böse, Digga? Was hat das mit böse zu tun, Mann? Er hat doch angefangen. Wenn er mich einmal jetzt mit einer AK killt, der Typ, ne? Dann seid ihr schuld. Ewig, ich komm, Ewig, ich geh. Er hat gesagt, wenn er uns gekillt hätte, hätte er es zurückgegeben. Ja, das sag ich auch, nachdem ich verloren hab. Hätte er niemals, das wisst ihr selber. Wir sind Nachbarn, Delias, eine Ecke, Bro. Delias, I'm here, Delias, mit Ecke. Gib mir die Ecke, okay. Ihr seid so schlimm. Darf ich vorstellen? Die letzten Kontrahenten in diesem Vibe. Cookie und Evi. Nein, Spaß beiseite. Natürlich Elias, der kleine Shopcamper. Nach einer langen Diskussion, und ihr könnt gerne eure Meinung auch mal in die Kommentare schreiben, habe ich dann doch die zwei bewegt, dass wir das als unser letztes Target festmachen. Es war doable, es war in der Nähe der Base und es war an diesem Tag noch möglich. Also equippten wir uns und gingen rüber für unseren letzten Raid. Er ist in der Tür. Welche Tür? Vorne, Front Door, Garage. Er ist egal. Ja, ich bin full dead, das ist kein Tool. Ist dead. Zur andere Seite, Edi. Ja. Bin super low. Cody? Der repaired, ich kann reingehen. Ich hab's gerade angehittet, aber. Okay, ich bin dead. Ich hab eine Ecke von ihm. Er hat alles gemoved. Er hat alles gemoved. Oh mein Gott. Ganze Kiste Metal Tracks. Ganze Kiste Gunpowder! Ich hoffe, euch hat der Vibe bis hierher gefallen. Und vielleicht ist ein oder andere sogar dabei, der sich das Video komplett in einem Durchgang durchgeguckt hat. Vielen Dank dafür. Ich versuche weiterhin, meinen Content zu verbessern. Und ich habe mir mit diesem Video wirklich viel Mühe gegeben. Also schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und was euch besonders gut gefallen hat. Ich bedanke mich für den ganzen Support, für die ganzen Likes auf die kompletten Videos. Für das, dass ihr euch jedes Mal diese ganze Grütze gebt. Vielen Dank. Und damit schließen wir dieses Kapitel. Auf dass es bald ein neues gibt.